Herr Dr. Merk, ich freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Gespräch führen können, denn viele Unternehmen schauen gerade auf 2010. Sie befinden sich in einer unübersichtlichen Wirtschaftssituation und hier gilt es, schwerwiegende, profunde Entscheidungen zu fällen und zwar auch noch schnell. Das haben Unternehmen und Entscheider in Unternehmen im Augenblick mit Schiedsrichtern gemeinsam. Unübersichtliche Situationen, schnelle Entscheidungen und sie müssen profund sein. Wie schafft man diesen Spagat? Also in erster Linie muss man sagen, dass eine schnelle Entscheidung oder auch eine langsame Entscheidung nicht unbedingt immer richtig sein muss. Ich glaube, das große Ziel eines jeden Entscheiders ist es natürlich, die richtige im Leben die richtige Entscheidung zu finden und zu treffen. Aber ich sage es auch immer wieder ganz gerne, Gottlob, dort wo wir Menschen entscheiden dürfen, dort wirkt es noch das Prinzip Mensch, Fehlentscheidungen sind eben inklusive. Aber ich glaube, eine schnelle Entscheidung, die hat einen ganz großen Wert. Schnell heißt für mich, auch als Schiedsrichter gesprochen, nie im Leben übereilt entscheiden. Aber ich glaube, schneller heißt immer überraschender und dementsprechend für das Umfeld überzeugender entscheiden. Das spielt für einen Schiedsrichter in einem Stadion eine ganz große Rolle. Und ich glaube, für jeden Menschen, der Entscheidungen zu treffen hat, spielt das eine große Rolle, weil letztendlich ist das Überzeugungskraft. Es ist schwierig, natürlich schnell entscheiden zu können. Und wir, die Schiedsrichter, werden ja oft bewundert, dass wir diese Fähigkeit besitzen. In erster Linie ist eine große Erfahrung gefragt, die sich letztendlich bei uns im Menschen als Intuition oder als Bauchgefühl ausdrückt. Aber ich brauche natürlich Informationen zum Entscheiden. Und ich glaube, dass es ein Training ist, ein Training, das Umfeld zu beobachten, um unglaublich schnell Informationen und Wahrnehmungen aufzunehmen. Das ist die Fähigkeit, die besondere Fähigkeit eines Top-Entscheiders auf dem Spielfeld und ich glaube auch eines Top-Entscheiders im Unternehmen. Die Analysephase ist ja nun für einen Schiedsrichter ausgesprochen kurz, bevor er zu seiner Entscheidung kommen muss. Welche Mechanismen und welche Routinen haben Sie für sich entwickelt, um schnell zu guten und richtigen Entscheidungen zu kommen? Ja, Zeit und Schnelligkeit sind ja relative Faktoren. Aber es ist ja letztendlich so, dass die Erfahrung geprägt ist. Sie fangen irgendwo an, im ganz Kleinen zu entscheiden. Und dieser Erfahrungshorizont, der wird natürlich immer größer. Die Verhaltensmuster werden immer größer. Man nimmt immer mehr im Leben insgesamt auf. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sowohl negative Faktoren analysiert, auch als positive Entscheidungsmomente analysiert, weil letztendlich gibt das der Speicher, wird das das Muster, was man irgendwann überhaupt wieder mal abrufen kann. Es ist so, dass wir es eben schaffen, dass man es eben schaffen muss, verschiedene Informationen, Wahrnehmungen im Bruchteil der Sekunde aufzunehmen. Sehr oft sagen die Reporter dann im Fernsehen, das hat er insgesamt sehr gut gesehen. Ich glaube, die wenigsten Situationen, die wir dann Schiedsrichter auf dem Spielfeld sehen, sondern er antizipiert einiges, er nimmt eben Wahrnehmungen im Umfeld sehr schnell auf, subsumiert diese Wahrnehmungen und schafft es eben dadurch schnell entscheiden zu können, was eben letztendlich auch nicht immer richtig entscheiden heißt. Aber wir sehen es, glaube ich, gerade bei den Schiedsrichtern, dass die schnelle Entscheidung zu 95-96% Richtigkeit besitzt. Und dann muss man sich schon fragen, schafft man das mit einer langsamen Entscheidung auch?